Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Baldo, The Guardian Owls. So, also, wir müssen jetzt hier scheinbar Fackeln anmachen. Ich weiß aber jetzt noch nicht, ob das hundertprozentig richtig ist. Ich vermute es einfach mal. Das Ding ist nur, wir brauchen halt auch genügend Energiekugeln. Ich habe jetzt gerade die Energiekugeln hier verballert für diesen Checkpoint. Oder für diesen Teleporterpunkt. Der hat mal eben 3 Kugeln gekostet hat. Aber wir finden ja hier anscheinend im hohen Gras dann mal was. Vielleicht auch noch hier drin. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, jetzt erstmal alles an Gras ab, was hoch ist. Um hier vielleicht... Ne, da geht's raus. Okay. Ah! Blödes Rattenvieh. Man steckt die Fackel wieder weg. Mann, gib mir doch. Ich brauche ein bisschen Energie. Ein paar Energiekügelchen. Wären very sweet. Hier außen könnten noch welche sein. Oder aber auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt gleich alle Fackeln an. Hier war keine mehr? Nein. Die Fackel kriege ich doch nie. Moment. Da komme ich anscheinend auch irgendwie hoch. Irgendwo fehlt mir jetzt eine Fackel, aber ich komme da hoch. Da komme ich hoch. Da komme ich irgendwie hoch. Da, da. Aber wie komme ich da hoch? Irgendwie kommt man da hoch. Ah, die gute Frage ist jetzt wie. Haha. Da lang, dann gehe ich da lang. Darüber, hier hin. Da über die Schräge, da hoch. Da lang. Da entlang. Und dann hier. Aber wie komme ich da hoch? Okay, wahrscheinlich muss ich hier wieder irgendwas umwerfen. Ja, das schon mal nicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist euer Lied. Nö. Darf ich den verschieben? Nö. Nö. Vielleicht darf ich ja den verschieben. Den darf ich verschieben.
Okay, dann darf ich da hoch. Okay, okay. Moment, jetzt sagt mir nicht. Verdammt. Oh, shit. Ich weiß, was zu tun ist. Oh, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Das wird jetzt ein ganz schönes bisschen dauern. Ich habe eine ganz, 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 ganz blöde Vermutung. Und ich denke mal, wenn ihr das jetzt seht, wisst ihr auch, was ich meine. Ja. Und das Ganze jetzt noch von der anderen Seite. Uff. Wahrscheinlich müssen alle Fackeln brennen und das Licht muss da drauf scheinen, damit der heilige Bobo erscheint. So. Nicht runterfallen, Tro, nicht runterfallen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber von hier kann ich das doch unmöglich werfen. Ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass ich das... von dem Punkt aus werfen muss, oder? Oh Mann, das wird wieder... Halt! Sekunde. Was hat das zu bedeuten? Okay, so schon mal nicht. Wow. Ist hier noch eine Vase? Da. Ha. Also die Rätsel sind hier echt knackig. Das darf man nicht vergessen. Knackig, knackig, knackig.
Und die Fackeln hören sich an, als ob ich hier bei einem riesengroßen Osterfeuer wäre. So, vorsichtig da hoch. So. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Okay, das schon mal nicht. Das auch nicht. Schleppen wir einfach mal nach da hinten hin. Und werfen es einfach mal. Ja, genau. Mag der vielleicht Kürbisse? Es ist immer wieder werfe, statt hinzulegen. Nö. Das ist auch nicht das Rätsels Lösung. Den darf ich auch nicht schieben. Ich würde jetzt sagen, irgendwas, was ich... Geil! Na, sowas liebe ich. Das ist ein geiler Bug. Mhm, ja. Definitiv. Bin ich voll der Fan von? Die Fackeln sind wieder aus. Ich kotze. Und was ist der denn jetzt wieder da? Gespawnt bin, ne? Oh, der ist auch wieder da. Okay, um dich mache ich mir keine Sorgen. Ah, schön, dass man einfach durch den Boden fallen kann. Ich glaube, ich brauche hier erst so ein Königssiegel oder sowas. Die Nebelwälder. Alter, du schreckst denn. So ein Drecksteil. Wo ist die Blume hin? Ich sehe die Vase und denke mir, yay! Komm, rätsel mal drauf zu. Das sah jetzt eher nördlich aus.
Wobei, da sind Gegner. Dindi, nehmen wir. Aber, okay, ich habe die Orientierung verloren. Gestehe ich ehrlich? Halt, stopp. Aber das waren jetzt keine Bobos. Das sah jetzt aus, wie von da kommt. Okay. Sah jetzt weiter nördlich aus. Ich glaube, er guckt immer in die Richtung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, ich hasse es mit dem Laufen. Könnte das denn jetzt gelandet sein? Wo ist sie denn jetzt hin? Ach, hier hinter. Hallo, mein Name ist Saraya. Wie hast du mich gefunden? Ich will nicht zurück in die Krypta. Ich mag die frische Luft. Leider hat Fatis Leidenschaft für alte Gegenstände uns beide in Geister verwandelt. Alles nur wegen dieser blöden, wegen diesen blöden Medaillons. Nimm es, ich will es nicht mehr. Es hat den Fluch verursacht. Als Fatis öffnete, verloren wir beide unsere physischen Körper und jetzt sind wir für immer an diesen Ort gefesselt. Keine Sorge, das Medaillon hat seine Kraft verloren. Du kannst es also gefahrlos tragen. Komm bitte einfach wieder, wenn du mit mir spielen willst. Ich habe schon so lange mit niemandem mehr gespielt. Mein letzter echter Freund war Taro, der Sohn des Grabhüters. Wir haben immer auf dem Friedhof von Rodia gespielt. Sieh auf die Spitze des der Kuppel. Ich habe eine alte Waffe gefunden. Fati weiß nichts davon. Lass uns ein Spiel spielen. Wenn du einen Weg findest, mich wiederzusehen, zeige ich dir, wie man sich holen kann. Okay? Ich verstecke mich hier und warte auf dich. Hehe. Dieses Medaillon, das Saraya dir gab, war die Ursache des Fluches, der sie und ihren Vater für immer in Geister verwandelte. Katja sucht da danach. Okay. Und ich soll sie jetzt suchen. Das muss irgendwas zu bedeuten haben. Hier ist ein Schalter. Und da auch. Aber hier darf ich nichts. Ich brauche irgendwas zum Hochheben. Sag mir nicht, ich muss jetzt hier irgendwo so einen blöden Kürbis finden, den ich dann bis dahin trage. Ich weiß, hier irgendwo war das so ein blöder Kürbis mal. Da. Juhu, den jetzt bis nach da oben tragen. Yeah, oh, ich freue mich ja so. Also was die sich manchmal echt für Sachen ausdenken, keine Ahnung. Vielleicht wäre da oben auch irgendwo ein Kürbis gewesen, aber bei dem hier wusste ich jetzt, der ist da. Na, schauen wir mal.
Hier ist dieses Gebäude, wo ich mal denke, das hängt mit den Glocken zusammen. Was ich halt sehr interessant finde, ist, dass es hier nicht einen, und da meine ich wirklich einen, kleinen Hinweis auf irgendeine Karte oder sowas gibt. Ui, hab's doch schneller geschafft, als ich sagte. So, Ton nur ablegen. Und hier geht's wieder ganz woanders hin. Ich glaube, ich komme in Bereiche, wo ich noch nicht sein sollte. Das Solinatal. 10 Dindi. Sekunde. Okay. Und hier ist auch wieder was. Panzerhügel. Okay, es ist nur ein Hase. Ich hatte gerade ehrlich so ein bisschen Pipi in der Hose. Ich will jetzt nicht auf Hasenjagd gehen. Wir gucken, was da oben für ein Gegner ist. Das Problem ist, ich sehe ihn nicht. Insofern werde ich den jetzt erstmal ausweichen. Einfach mal gucken, was wir hier noch so finden. Schön, wenn man keine mehr im Inventar hat, wird es immer wieder so richtig schön präsentiert. Tada! Da ist eine Truhe. Aber hier komme ich nicht lang. Der Puma-Apfel. Der allseits beliebte. Heiß begehrte. Da weiß ich, ist wieder so ein blöder Tentakel drin, deswegen no way. Maneko, die Hexe, hier entlang. Okay. Das heißt also, hier geht es zu Maneko. Ich bin auf einem guten Weg. Ich weiß zwar nicht, warum ich zur Hexe will, aber ich will zur Hexe. Maneko, die Hexe, hier entlang. Ah, okay, das bist nur du. Ich glaube, ich gehe mal hoch. Oh Mann, hat den komischen Weg zu sich. Verschwinde, kleiner Junge. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Was willst du denn von der großen Hexe Maneko? Geh mir nicht auf die Nerven. Hm. Dieser Trank funktioniert einfach nicht ohne eine Eulenfeder. Hast du vielleicht eine? Nein, natürlich nicht. Hm. Vielleicht man könnte stattdessen das Auge eines Jungen verwenden. Das ist gar keine schlechte Idee. Junge, haben ja immer zwei Augen. Hm. Dann können sie immer noch mit einem Auge sehen. Keine große Sache also. Diese stolzen, langweiligen Eulen, wie ich sie hasse. Wir haben das Land gerettet, behaupten sie immer. Wir sind die Wächter, aber ob wir ihre Federn haben dürfen? Tch, natürlich nicht. Nicht mal eine einzige blöde Feder. Ich weiß gar nicht, warum die sich so anstellen. Alles nur, weil ich eine von ihnen kochen wollte, um einen Trank für die ewige Jugend herzustellen. Ich habe mich entschuldigt, das ist alles sehr, sehr lange her. Also, was wollen die eigentlich? Wenn doch nur Kamuya hier wäre. Seit wann hauen Gehilfen einfach so ab? Und dann noch für so lange. Er sagt, er wolle nach Rodia, um Brot zu holen, aber er kam nie zurück. Blödes kleines Kätzchen.
wenn ich den in die Tatzen bekomme. Also, machen wir ein Geschäft, mein Junge. Wenn du mir eine Eulenfeder bringst, gebe ich dir einen Trank, der dich mit den Katzen sprechen lässt. Wäre das in deinem Interesse, dann haben wir eine Abmachung. Und jetzt zieh los und komm erst wieder, wenn du eine gefunden hast. Dank auf Gegner wirst, kannst du sie für langere Zeit einfrieren. Du kannst damit auch blaue Fackelflammen löschen. Und die sind halb blaue. Ah. Hallo, ich bin Maria, die Hexe. Steht zu Diensten. Nun ja, ich habe meine Hexenausbildung noch nicht ganz abgeschlossen. Ich habe sonst immer mit einem Besen Nachrichten überbracht, aber jetzt ist er leider kaputt. Meine vorherige Arbeit gefiel mir nicht. Und so beschloss ich, Magie zu erlernen und Hexe zu werden. Ich kann dir zeigen, wie man Unsichtbarkeitstränke herstellt. Das ist gar nicht so schwer. Das bekommt sogar eine Hexe in Ausbildung wie ich hin. Mit Hilfe solcher Tränke kann man sich zum Beispiel ungesehen in Paläste einschleichen. Dazu braucht man den Fuß eines Rotfrosches. Oder man nimmt Sumpfeidechsenschwänze. Aber die sind viel seltener. Man findet sie nur in Gaziri-Sumpf. Und das ist weit weg von hier. Den Sumpf erreichst du über die Schlucht unterhalb der Brücke des Gerudo-Felsens. Wenn du mir ein paar davon bringst, kann ich dir zeigen, wie man einen Trank herstellt. Neuer Besen. Ach, puh. Wenn es sonst nichts weiter ist, Leute, ist doch alles... Ich könnte jetzt hier gucken, aber ich könnte jetzt auch runterspringen. Moment, hier ist ein Brunnen und da kann ich nicht runter, weil da noch Wasser drin ist. Ah, hier kann ich ganz normal runter. So, und wo komme ich jetzt hier hin? Ich renne hier irgendwo lang und finde einfach nichts. Keine Karte, kein gar nichts, aber hey. Kamaru-Wälder, hier entlang. Hallo? Ja, hallo? Ah, danke. Mann! Du blöde Ratte. Könnt ihr die Ratten mich erstmal in Frieden lassen? Danke. Okay, 50 Dindi sind gebonkt, nehme ich gerne. Weiß wegen 50 Dindis da unten. Mhm. Frag mich aber gerade, wo sind die Besitzer? Und graben. Eine Energiekugel. Immer her damit. Ich habe schon echt lange keine roten Pilze mehr gesehen. Das ärgert mich auch gerade wieder so ein bisschen. Das würmt mich so ein bisschen. So. Maneko, die Hexe hier entlang. Tja. Ich glaube, hier war ich doch schon mal, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Naja, ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher. Eine Torewurzel, danke. Da ist aber de facto eine Aufgabe, die ich lösen kann. Das heißt, dann gehe ich mal über die Brücke hier. Ah. Ach so. Ja, jetzt muss ich es nur irgendwie zu Tag bekommen, ne?
Wäre es Tag, wäre es einfacher. Ich hätte gerne, dass es Tag wäre. Es war so klar, dass mir jetzt sowas passieren muss, ne? Also, wie komme ich jetzt den Berg da hoch? So. Ich hätte gerne mal ein Herz mehr. Ist das denn zu viel verlangt? Also, hier komme ich wieder ganz woanders hin. Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade überall langlaufe. Ich kann es euch nicht sagen. Nicht mal mehr ansatzweise. Camaro-Wälder hier entlang. Ah, okay, es sah so aus, als ob. Da oben ist wieder ein Gegner. 50 Dindi. Immer gerne her damit. Ah. Danke. Eine blaue Feder. Ich glaube, ich sehe immer so ganz kleines Blinken auf der Karte. Ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Ja. Das zeigt mir an, wo hier Schätze sind. Seht ihr das jetzt echt als Schatz? Wow, Respekt. Nee, darunter will ich nicht. Ich suche jetzt irgendwie wieder so einen Teleporterpunkt, aber ja. Rumirre. Das klingt wie mein Kater. Aber der schläft. Oh nein, dieses Jahr wurde es so früh und so schnell kalt, dass ich das Feuer nicht rechtzeitig anzünden konnte. Jetzt meine Haustür eingefroren und ich kann nicht hinein. Eingefrorene Haustür? Kleinen Moment. Ja, dein Haustür ist zugefroren. Kurz eine Frage. Ach so. Ah, das sind Eisblöcke. Okay. Ist hier noch irgendwo eine Fackel, die ich anzünden kann?
Ja, aber 50 Dinis, die ich nehmen kann. Irgendwo eine Fackel vergessen. Davon abgesehen wieder, dass sie extrem laut sind. Ja, ja, aber ich habe doch jetzt alles soweit gemacht, oder nicht? Ja, was soll ich noch machen? Es brennt doch alles. Erklär mir jetzt mal bitte einer. Es brennt alles. Mal wieder so eine Piranha-Pflanze. Oh. Das wird ja ein bisschen trickier. Ah, shit. Ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir mal, wie es weitergeht. Mal gucken, wo ich jetzt dann lang renne im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.